Jetzt als letzte Gruppe in der Klasse G, die Jagdhornbläsergruppe Gausig. Sie dürfen auf die Bühne kommen zu uns und ich bitte um einen besonderen Applaus für diese Gruppe. Die hat jetzt warten müssen bis zum Schluss. Das kostet auch Nerven, aber ich denke schon, dass sie das meistern und uns zum Abschluss hier schöne Vorträge bringen. Sie haben auch die Pflichtsignale Sammel der Jäger, Dammhirschtod, Flugwildtod, dann sich ausgesucht, der Waldchoral von Reinhold Stief, auch ein Stück, das ist nicht ohne, das ist sehr schwierig, insbesondere in Parfassern und in dem Zusammenspiel. Und dann einen Hörnermarsch Fuchsjagd. Da bin ich gespannt auf eure Vorträge. Viel Erfolg. Ich dachte, ihr habt schon Deutsch gesessen. Oh, da kannst du doch. Ja, endlich hat es uns mal erwischt, als letzte Bläsergruppe anzutreten. Wir bemühen uns aber trotzdem, Sie gut zu unterhalten. Die Jagdhornbläsergruppe aus Gausig des Kreisjagdverbandes Bautzen begrüßt Sie also nochmals ganz herzlich. Der Ort Gausig ist durch unser Schloss sowie den dazugehörigen Park bekannt, der alljährlich viele Menschen mit seiner herrlichen Blütenpracht der Rhododendron- und Azaleensträucher anlockt. Die Bläsergruppe besteht seit 38 Jahren. Mit 5 Bläsern wurden die ersten Auftritte gemeistert. Derzeit gehören 13 Bläser zur Gruppe, von denen 2 Mitglieder fast von Anfang an dabei sind. Das Repertoire reicht von Jagdsignalen über Jagdfanfaren, Märschen, Jagdliedern in B und S, Hubertusmessen bis hin zu leichten französischen Jagdstücken. Bevor das erste Kürstück geblasen wird,
möchte ich ein kleines Gedicht von der Bitte des Jägers vortragen. Wie ist doch herrlich die Natur! Man wandert gern durch Wald und Flur. Doch bleibt man auf den Wanderwegen, dann hat man auch der Jäger Segen. Geworden ist es Sitte hier, dass Unruh man trägt ins Revier. Drum denkt daran, ist es auch spät, der Wald ist keine Diskothek. Die Rehkitz dürft ihr nicht anfassen, sonst wird die Mutter sie verlassen. Drum seid vernünftig, liebe Leute, dann hat ein jeder seine Freude. Auch gibt es noch viele Beschwerden. Der Wald, der soll doch kein Müllplatz werden. Wir haben doch die Müllabfuhr, dass sauber bleibt unsere Natur. Ein streunend Hund, sei hier berichtet, hat oft viel Unheil angerichtet. Darum, besitzt ihr so ein Tier, lasst es nicht jagen im Revier. Das Gras ist hoch, bald wird gemäht. Ihr lieben Bauern, bitte seht, stellt eine Rehscheu abends auf, dass ihr nicht mäht der Kitzelauf. Wenn alle brav sich danach richten, auf Ruh braucht niemand zu verzichten. Erholung bietet so der Wald, den Tieren, Menschen, doch jung und alt. Unser erstes Kirchstück ist der Waldchoral von Reinhold Stief. Auf einem Baum ein Rabe hockt, im Schnabel hält er einen Happen Käse. So beginnt doch die bekannte Fabel der Rabe und der Fuchs von La Fontaine. Wie sie weitergeht, ist ja bekannt. Ein vom Käseduft angelockter Fuchs schmeichelt dem Raben so lange wegen seiner prachtvollen Stimme, bis er den Schnabel aufreißt, den Käse fallen lässt, der vom Fuchs mit Wohlbehagen sofort verschlungen wird. Das passt so recht in das Bild der Eigenschaften, die dem Fuchs zugeschrieben werden. List, Schleue und vielleicht auch eine gewisse Verschlagenheit. Kurzum, Fähigkeiten, die es ihm erlauben, sich durchzuschlagen und zu behaupten. Kein Zweifel, Letzteres trifft auf den Fuchs jeden Fall zu. Er ist schließlich auch heute noch
unsere häufigste Raubwildart. Obwohl ihm die Menschen seit Jahrhunderten auf den Pelz oder vielmehr den Balg, wie sein Fell in der Jägersprache heißt, rücken. Der schlaue Fuchs streift durch die Auen. Er fühlt sich wohl in der Natur. Er will nur nach dem Rechten schauen, auf seinen Wegen durch die Flur. Sein Augenmerk geht allem Kranken und er beendet jedes Leid. Er hilft den Tieren abzudanken auf ihrem Weg zur Ewigkeit. Gesunde Tiere können fliehen. Sein Jagdinstinkt weiß immer Rat. Er lässt sich unbehelligt ziehen. Als Jäger zeigt er sein Format. Natürlich kann er unterscheiden. Ist dieses Leben lebenswert? Lässt sich ein Totschlag nicht vermeiden, denn er ist völlig aufgeklärt. Der Fuchs kehrt heim in seine Wohnung, in seinen Stollen, seinem Bau und gönnt sich selber zur Belohnung das Adjektiv mit Namen schlau. Nun präsentieren wir Ihnen also die Fuchsjagd. Für den weiteren Verlauf, also der anschließenden Hundeschau und dann auch den gemeinsamen Konzert, wünsche ich allen noch viel Freude. So, auch euch, die Bläsergruppe Gausig, die jetzt warten musste bis zum Schluss, verabschieden wir von der Bühne. Ihr habt auch sehr schöne Vortragsstücke gebracht, den Waldchoral, ich sagte es ja vorhin schon, das ist ein sehr, sehr schweres Stück für die Pafassana und dann auch im Zusammenspiel mit den Blässernern. Es enthält sehr viel Dynamik, Crescendo, Decrescendo und lauter solche Zeichen, die da drin stehen. Und als schönen Abschluss habt ihr die Fuchsjagd gemacht, da hat man so richtig gelebt, konnte sich so richtig vorstellen, wie eine Fuchsjagd im Wald abläuft und über die Eigenschaften des Fuchses, die hier in der Musik wunderschön zum Ausdruck kamen. Vielen Dank für eure Vorträge. Ich glaube, eure Landesobfrau hat auch das Bedürfnis, euch einen auszugeben, mal runter von der Bühne, damit das auch wahr wird. Ja, ja.